Ein herzliches Grüß Gott im Krone.at Sportstudio. Ich freue mich sehr, dass der Erfolgsteamchef der österreichischen U21-Auswahl den Weg zu uns gefunden hat. Herzlich willkommen, Werner Gregoritsch. Schönen guten Abend. Danke für den Besuch. Ich habe jetzt gerade im Vorgespräch etwas erfahren, was ich auch nicht wusste. Ihr Besuch hier ist ja gewissermaßen eine kleine Rückkehr zu Ihren Wurzeln. Sie genießen so etwas wie Heimvorteil bei der Kronenzeitung. Erzählen Sie mal, was es damit auf sich hat. Wusste ich auch nicht bis jetzt gerade. Ja, in meiner Fußballkarriere habe ich da eine Zeit gehabt nach dem GRK, das war 1984, wo ich dann 2 Monate keinen Job gehabt habe und mein Haus, wo ich aufgewachsen bin, war zufällig das Nachbarhaus von der Kronenzeitung Steiermark, damals Chef Wilfried Silli. Und da habe ich dann begonnen. Fürchterlich, wenn ich mich erinnern kann. Da habe ich damals, erster Job war am Samstag, immer die Ergebnisse von den zweiten Ligen und ersten Ligen. Spannend, ja. Telefonisch zu eruieren, kann man sich vorstellen, wenn die gewonnen haben. Meistens war es ein Gasthaus, die Adresse. Und dann habe ich dort 3 Monate gearbeitet. War eine wunderschöne Zeit. Habe dann auch schon in der Bundesliga Artikel schreiben dürfen. Mhm. Bin ja gelernter Deutschlehrer. Genau, ich wollte gerade sagen, das sollte für Sie kein großes Problem gewesen sein, wo man die Beistriche setzt. War sehr spannend. Und da habe ich natürlich auch ein bisschen gesehen von der anderen Seite, wie der Sport wahrgenommen wird. Haben Sie deswegen vielleicht ein bisschen mehr Verständnis für Journalisten, wenn wieder mal eine unangenehme, um nicht zu sagen, depperte Frage daherkommt? Ja, bei mir ist es immer schwierig gewesen als Trainer, wenn ich unmittelbar nach einem Spiel in der Emotion war oder speziell mein Adrenalin im Kopf war, dann war ich natürlich schon zum Teil auch manchmal emotional. Vielleicht heute, würde ich sagen, nicht so professionell, wie sich viele heute präsentieren. Aber ich glaube, dass wenn man mit mir normal umgegangen ist und auch den Respekt gezeigt hat meiner Mannschaft oder auch dem gesamten Verein oder dem Fußball gegenüber, dann war ich, glaube ich, immer sehr, sehr kooperativ und habe eigentlich mit vielen Ihrer Kollegen sehr, sehr gute Stunden und sehr, sehr schöne Stunden damit. Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt haben wir uns für dieses Gespräch ja einen durchaus dankbaren Tag ausgesucht, würde ich sagen, weil Fußball Österreich jubelt zum einen natürlich noch immer über die erstmalige Qualifikation einer U21-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft, zum zweiten aber natürlich auch über die ebenfalls erstmalige Qualifikation zweier österreichischer Clubs für die K.O.-Phase in der Europa League. Und gerade beim Aufstieg von Rapid hat da ein Mann eine zentrale Rolle gespielt, der auch Ihr Schützling ist, ein gewisser Dejan Ljubicic. Wussten Sie von dessen Goalgetter-Qualitäten? Ich wusste, dass er strategische Fähigkeiten hat. Ich habe ihn ja vor einem Jahr ins Team geholt. Damals, erstes Spiel hat er gegen Armenien auswärts gespielt. Hat dann noch auf der Innenverteidigerposition gespielt, weil wir 2 Verletzte gehabt haben. Man hat gesehen, dass er sehr gut Fußball spielen kann. Er hat in dem Jahr Probleme gehabt, verletzungsmäßig. Er war nicht immer sehr fit. Man hat ja auch gesehen, dass er eingewechselt worden ist. Aber er ist natürlich schon auch ein Spieler, der auf einem Zettel oben ist für die Europameisterschaft. Ein anderer Schützling von Ihnen war dieser Tage auch international in den Schlagzeilen, muss man sagen. Allerdings auf ein bisschen unrühmlichere Art und Weise. Die Rede ist von Maximilian Wöber. Der hat nämlich den Herrn Goretzka vom FC Bayern ziemlich brüsk umgesäbelt, muss man sagen. Wie haben Sie denn das verfolgt? Ja, er ist von der Seite gekommen, hat ein Sliding-Tackling gemacht, das natürlich risikoreich war, weil er war 2-3 Meter weg. Und das ist immer sehr gefährlich, wenn man in den Gegner reinrutscht. Wenn du da den Ball verfehlst von 2-3 Meter, dann ist es meistens die rote Karte. Aber der Maxi Wöber ist ein Spieler, der alles gibt, ist einer meiner wichtigsten Spieler, ist im Mannschaftsrat und hat ein Herz wie ein Löwe. Und das hat er natürlich vielleicht dann zu sehr gezeigt. Er wollte sicher den Ball spielen und nicht den Spieler treffen. Aber man hat auch an seiner Reaktion gesehen, dass er in dem Moment etwas Falsches gemacht hat. Mhm. Haben Sie Ljubicic gratuliert oder zu Wöber Kontakt aufgenommen? Oder ein bisschen allgemeiner die Frage gestellt, wie sehr suchen Sie den Kontakt das ganze Jahr über zu Ihren Spielern? Natürlich ist es so, dass man mit den Spielern zum Teil Kontakte pflegt, wenn etwas Besonderes passiert ist. Kann man zum Beispiel erinnern, der Boss Stefan hat super gespielt gegen Manchester City in der Champions League, macht dann diesen Fehler, wo er den Ball annimmt, statt wegschießt, kriegt das Tor. Da habe ich natürlich sofort geschrieben und habe dann die Antwort bekommen. Mit Maxi Wöber bin ich schon in Kontakt. Jetzt war es nicht der Fall, weil einige Dinge dazwischen gekommen sind. Aber ich mache es meistens dann,
ich schreibe natürlich, aber telefonieren mache ich dann, wenn ich merke, dass die Spieler ein bisschen einen Freiraum haben. Jetzt sicher um die Weihnachtszeit werde ich einige Telefonate führen und beim Dejan Ljubicic, der weiß natürlich, dass ich von ihm viel halte und ich hoffe auch, dass er fit wird und dass er vor allem mit dem Riesenherz, dass er bei Rapid zeigt, natürlich auch mein Team verstärken könnte. Sie haben es schon angesprochen, Sie haben eine Vergangenheit als Deutschlehrer. Prüfen Sie vor diesem Hintergrund immer, ob bei den SMS, die von den Spielern an Sie kommen, der Beistrich vor dem Gliedsatz richtig gesetzt ist und bessern Sie dann die Spieler aus? Oder wie streng sind Sie da? Na, die Spieler wissen ja schon genau, dass da ein Fehlerschlüssel ist im Handy drinnen. Also im Prinzip gibt es da keine Fehler. Ja, aber mit der Beistrichsetzung, glaube ich, gibt es auch schon. aber es ist so, dass natürlich... Das ist auch für uns, glaube ich, sage jetzt auch für die Öffentlichkeit sehr wichtig. Im Endeffekt schauen wir viel zu sehr, wie die Spieler sich im Privaten darstellen, wie sie reden können. Aber das weitaus Wichtigere ist, was für Herz sie am Platz bringen, was für Qualität sie am Platz bringen. Und wir sollten schon immer die Kirche im Dorf lassen, weil die jungen Spieler im Gegensatz zu unserer Zeit, also jetzt einmal als Profifußballer, haben ja keinen Freiraum mehr, sind ja ständig unter Beobachtung. Mhm. Zum Teil auch selber schuld, weil sie ja bei Social Media dabei selbst, sind. Ja. Aber ich sage immer wieder, man muss schon einmal davon ausgehen, die Spieler werden immer jünger, die jetzt in den Kampfmannschaften spielen, haben eine ganz andere Ausbildung und muss sagen, müssen eigentlich immer funktionieren. Und darum sage ich nochmal, das sind Menschen, das habe auch ich gelernt mit den vielen Jahren, wo ich mit Jungen gearbeitet habe, auch in der Bundesliga, in der österreichischen, dass sie natürlich auch fehlerhaft sind. Und da kommt es darauf an, dass du die Spieler relativ schnell wieder in die Spur bringst. Was können Sie denn persönlich mit Social Media anfangen? Oder verstehen Sie, was die Jungen, ihre Schützlinge dort so treiben? Nein, es ist ja ein wunderbares Kino. Ich bin auf Instagram dabei, bin auf Twitter dabei. Ein Digital Native, kann man sagen. Sage ich natürlich auf WhatsApp und überall eigentlich, was Kommunikation anbelangt, dabei. Weil ich finde, man sieht so viele Dinge, man sieht oft den Gemütszustand. Es ist ja ein psychologisches Medium. Man sieht den Gemütszustand von Spielern, wenn es ihnen gut geht, was sie posten, was sie auch für Bilder reingeben. Man sieht den Gemütszustand, wenn es einem schlecht geht, wenn sie zum Beispiel nach Verletzungen ihre Fotos zeigen. Und das ist eine gute Sache. Man wird immer informiert über seine eigenen Spieler. Und zwischendurch dann gebe ich einen Kommentar ab. Selbst bin ich nicht so aktiv, möchte nicht so viel eigentlich Privates oder Bilder von mir zeigen. Mein Alter sollte man das nicht tun, ohne geschminkt zu werden. Ja, junger Bursche. Ja, danke. Aber es macht der Fußball und meine jungen Spieler. Aber es ist so, dass es schon ein sehr, sehr wertvolles Medium geworden ist, weil die Spieler ja zum Teil auch, sag ich mal, unter einer Glaskuppel stehen im Verein. Und natürlich dann irgendwo auch mit ihren Freunden, mit Menschen, die mit Fußball nichts am Hut haben, dann kommunizieren wollen. Und da finde ich, dass das ganz gut ist. Aber wenn wir schon dabei sind, die beiden mehrere Generationen miteinander zu vergleichen, dann glaube ich, dass man das auch ganz gut anhand eines anderen Parameters tun kann. Nämlich anhand des Umstandes, dass junge Spieler, teilweise auch solche in ihrer Nationalmannschaft, sobald sie ein paar Wochen in Deutschland spielen, und das tun ja wirklich viele dieser Tage, unter anderem ihr Sohn, sehr bald einmal in feinstem, ich sage einmal, Bundesdeutsch daherreden. Was haben die? Das war ja früher gar nicht so. Also ein Herzog, ein Kübauer, ein Packhult, fällt mir dazu ein, die haben die Zeit, was den Dialekt angeht, relativ unbeschadet überstanden, wenn ich es einmal zugespitzt formuliere. Wie erklären Sie sich denn das? Und kann Ihr Sohn überhaupt noch so richtig steirisch reden, wenn es darauf ankommt? Ja, das ist ja das Besondere auch und das ist auch das Professionelle, dass die Buben auch lernen müssen. Mhm. Sie müssen sich trotzdem artikulieren, sie müssen natürlich auch dort, wo sie spielen, verständlich sein. Das heißt, mein Sohn, ich habe das ein paar Mal gesagt zu meinem Sohn, bleib authentisch, soweit es möglich ist und sprich so, wie du willst. Und er hat gesagt, Papa, ich kann das machen, aber dann kriege ich dreimal die Rückfrage und irgendwann schaut es dann so aus, wie wenn ich begriffsstützig wäre und das auf meinen Kopf zurückgeht. Und darum sage ich nochmal, das ist eigentlich auch ein Teil des Geschäftes geworden. Das ist auch das Beispiel, wie man sagt, die Nationalspieler von früher, die im Ausland gespielt haben, haben noch immer so sprechen können, weil es maximal 2-3 Medien gegeben hat. Heute gibt es ja Hunderte, muss man sagen. Und das wird dann sofort auch verwendet. Man muss auch dazu sagen, dass ja die Grenze des Respekts ja speziell auch, was Medien anbelangt, sehr, sehr, sage ich jetzt einmal, zu hinterfragen ist und auch natürlich zu kritisieren. Weil ich glaube, wenn man heute auch sieht, die Medienwelt, man versucht immer mit viel Humor, sage ich mal, eine Sendung zu bringen, egal ob es das Frühstücksfernsehen ist, irgendwo in einem privaten Sender oder auch jetzt eine Sportsendung. Es ist ja gut, wenn Spaß gemacht wird. Es wird dann schlimm, wenn es dann natürlich auf die private Sphäre geht. Und es ist so, es gibt Spieler,
die können mit dem umgehen. Mir war das eigentlich prinzipiell immer egal, weil ich habe selbst auch ausgeteilt, muss ich sagen, auch als Spieler. Aber ich muss dazu sagen, dass natürlich manche Spieler das nicht wollen oder auch natürlich dann vielleicht sogar Verwandte oder Freunde dann auch verletzt werden. Das ist in dem Moment, wo man den Spaß macht oder wo man den Spieler dann auf die Schippe nimmt oder speziell, wenn er etwas Negatives zusammenbringt, eben wie die Situation mit Wöber, dann ist es schon sehr, sehr schwierig, weil das wird dann sehr, sehr zerlegt. Und darum muss ich sagen, ich habe schon sehr, sehr viel Verständnis für meine Spieler, weil sie wirklich auch nur Menschen sind, vor allem in einem Alter zwischen 18 und 21, ich glaube, das ist die schwierigste Zeit für den Menschen generell. So, jetzt sind Sie ja nicht erst seit gestern im Geschäft, sondern wissen ja schon seit einiger Zeit, wie so der Hase läuft und sagen folgerichtig auch selbst, dass Sie sich natürlich auch als Trainer und als Person weiterentwickelt haben. Also der harte Hund Gregoritsch unter Anführungszeichen, den haben Sie ja weitgehend in Pension geschickt. Weil die Spieler sensibler geworden sind, mündiger, wie man oft sagt? Oder was ist so der Grund, dass sie sozusagen sich aus dem System Happel, wenn man das so nennen kann, verabschiedet haben? Die Grundidee meines Wirkens zu Beginn meiner Trainertätigkeit war einmal auf Erfolg ausgerichtet. Und da war für mich immer wieder das Beispiel, wenn ein Trainer nicht die nötige Autorität oder den Respekt seiner Spieler gehabt hat, war er mehr oder weniger chancenlos. Den Respekt hat er erworben durch gute Trainingsarbeit, durch sagen wir, Fachverständnis im Fußball, aber natürlich auch durch sein Auftreten. Und das hat sich dann gewandelt, muss man dazu sagen, weil eben die Spieler, wie Sie richtig sagen, mündiger geworden sind, weil die Spieler auch ganz anders erzogen werden. Wir sind ja noch, also ich bin ja noch erzogen worden, wo du mehr oder weniger fast salutiert hast, weil wenn dein Vater gesagt hat, isst die Suppe, hast du nichts gefragt, was da drin ist, sondern du hast einfach gegessen. Und heute ist es so, wenn du heute, kann mich erinnern, bei meinem Sohn, wenn ich was gesagt habe, du isst die Suppen, und da war die erste Frage, ja bitte sag mal, was da drin ist, warum soll ich das essen? Was natürlich ist, weil die Informationsquellen ja heute so vielfach sind, ist kein Vergleich zu früher. Aber ich sage nur mal, insofern muss ich dazu sagen, habe ich auch ein großes Glück gehabt, dass ich meinen Sohn 8 Jahre trainieren habe dürfen. Von 15 Jahren weg bis zum 23. Lebensjahr auch im Nationalteam 4 Jahre. Sehr erfolgreich, weil das ist sehr schwierig, Vater-Sohn-Beziehung im Sport, wo du immer Leistung bringen musst. Und da habe ich dann schon einige Dinge mit ihm besprochen, diskutiert. Habe mich natürlich auch an einen Mannschaftsrat gewöhnt von jungen Menschen, die natürlich umso sage ich mal, selbstständiger sind, umso mehr Selbstverantwortung sie mit hineinbringen in eine Gruppe, in eine Mannschaft, speziell auch im Nationalteam, umso mündiger und umso selbstständiger sind sie zum Teil dann auch bei Entscheidungen, die im Spielfeld fallen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir als Trainer ganz einfach wissen müssen, dass die Spieler eigentlich die sind, die die Handlungen vollziehen. Wir können sie nur vorbereiten, wir können sie nur einstimmen, wir können sie trainieren, aber im Endeffekt sind die Spieler eigenverantwortlich für das, was sie dann am Platz auch bringen. Und der Erfolg gibt Ihnen ja ganz aktuell offensichtlich recht. Das darf man ja gerne noch einmal betonen. Werner Gregoritsch hat also zum ersten Mal eine österreichische U21-Nationalmannschaft zur Europameisterschaft geführt. Und Sie profitieren nun auch davon, dass Sie fast ausschließlich auf gestandene Bundesliga-Profis oder sogar auf Legionäre zurückgreifen können. Das war ja vor 10, 15, 20 Jahren gar nicht so. Da hat man ja teilweise auf Zweitliga, vielleicht sogar auf Regionalligaspieler zurückgreifen müssen. Ich habe selbst noch Regionalligaspieler bei den ersten Lehrgängen gehabt, also in den ersten Jahrgängen auch. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn du Spieler hast, die im Prinzip vom Nationalteam träumen, weil sie eben Regionalligaspieler waren oder Talente sind, zweite Liga oder in einer Kampfmannschaft auf der Bank sitzen, dann ist natürlich die Einstellung eine weitaus idealistischere. Und wenn ein Spieler dann ein gestandener Profi ist, schon also wöchentlich fast vor 50.000, 60.000 Leuten spielt, kommt dann ins Nationalteam, spielt dann in der Unter 21, redet von meinem Team und spielt dann vor 300 Leuten gegen Dänemark beispielsweise im März dieses Jahres. Und dann muss man auch bedenken, dass der natürlich auch die Motivation mitbringen muss, beziehungsweise du als Trainer sehr gefordert bist, aber dieser Mannschaft Motivation zu geben. Aber nicht? Darf das wirklich ein Argument sein? Letztlich ist er das ja bei einem gestandenen Profi. Muss man den wirklich aktivieren sozusagen oder motivieren? Ich sage jetzt schon mal, wenn zum Beispiel Spieler, so auch bei Salzburg, die dann im Jahr an die 70 Spiele fast zusammenbringen und der kommt dann zu einem unter 21 Teamspiel, wo ein Freundschaftsspiel ansteht, dass der natürlich Fußball spielt, mit brauchen wir nicht reden, aber es kommt immer darauf an, welche Zielsetzung es ist. Ja, er braucht in einem Freundschaftsspiel nicht beweisen, dass er so gut ist, weil man weiß, dass er ein gesetzter Spieler ist. Die Mannschaft, die jetzt aber aktuell, muss ich dazu sagen, hat sich eigentlich selbst, sage ich jetzt einmal, auch
sehr, sehr gut verhalten in Negativsituationen. Natürlich habe ich auch mit der Mannschaft sehr, sehr viel gearbeitet in dem Bereich, muss aber auch, und das ist jetzt auch wieder, was Sie gefragt haben, was sich beim Trainer verändert hat. Ich bin ja heute ein Trainer nicht nur von einer Mannschaft mit 23 Spielern, sondern bin ja auch ein Trainer, der einen Betreuerstab von an die 13, 14 Leuten hat. Das beginnt also bei dem sportlichen Spezialisten, das geht über die Videoanalyse bis zu dem Physios und dem Arzt. Und da ist es so, das sind erwachsene Menschen und die muss man dann, wenn man die 10, 11 Tage zusammen hat oder auch ein ganzes Jahr, muss man die natürlich auch führen können. Und das ist eines der wichtigsten Dinge, dass jeder auch sehr korrekt behandelt wird. Also bei mir ist es so, dass ein Spieler von Bayern München nicht besser behandelt wird wie ein Spieler zum Beispiel von Ried oder von FAC oder Wiener Neustadt. Das heißt also, da gibt es das Gleichheitsprinzip, aber die Regeln, die aufgestellt werden, werden mit der Mannschaft aufgestellt. Das heißt also, die Mannschaft gibt auch Regeln vor, die natürlich aber auch wir im Betreuerstab dann erfüllen müssen. Und es ist insofern eine tolle Sache, dass du mit den Spielern, die gestandenen Spieler sind, die ein großes Potenzial haben, die dann schon in einer Kampfmannschaft spielen, dass du nämlich im fußballspezifischen Bereich, wenn du Pressing trainierst, wenn du beispielsweise Defensivverhalten, Umschaltverhalten trainierst, wenn du Standardsituationen trainierst, da sind die Spieler nämlich geschulter. Wenn du heute Formationstraining machst, wenn du Systeme heute trainierst, sind die ganz einfach viel weiter voraus, weil sie wirklich das von der Pike auf gelernt haben. Aber das andere Problem ist natürlich das, dass natürlich ein gestandener Spieler immer wieder, sage ich jetzt einmal, auch ein klares Verhältnis zu seinen Trainern haben muss. Und da bin ich halt der, wo ich sage, ich glaube nicht mehr, dass dieses Sprichwort mit Zuckerbrot und Peitsche das Beste ist, jetzt unter Anführungszeichen. Ich glaube, dass Spieler genau wissen müssen, was der Trainer verlangt, was er will. Das wissen sie auch. Aber sie wissen auch, dass meine Spieler Freiheiten haben, wenn sie mal einen freien Tag haben wollen im Nationalteam, wenn sie mal raus wollen aus dem Hotel, dass sie auch diese Möglichkeiten bekommen, aber natürlich mit gewissen Regeln. Das hat nicht immer so funktioniert, ist auch kritisiert worden. Aber auch daran haben wir natürlich unsere Lehren gezogen im ÖFB. Und ich glaube also, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Und wie Sie sagen, dass man das das erste Mal in der Geschichte des österreichischen Fußballs erreicht, hat natürlich auch diese kleinen Mosaiksteine, wo Disziplin, Ehrlichkeit und auch diese Qualität vom Fußball richtig umgesetzt werden konnte. Jetzt fallen mit Blick Richtung Europameisterschaft, die steigt ja dann im kommenden Juni in Italien, immer wieder die beiden Namen Lazaro und Schlager. Das sind nämlich die beiden Herrschaften, die immer noch einsatzberechtigt wären bei der Europameisterschaft, aber auch schon fixe Bestandteile im A-Team sind. Was macht Sie denn zuversichtlich, dass die beiden dann tatsächlich an Bord sein werden? Ja, also beide Spieler habe ich ja gehabt schon und kenne sie auch natürlich gut und habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu beiden. Ich glaube also, wichtig ist, dass man auch immer ein gutes Verhältnis zu besonderen Spielern aufbauen muss. Und da möchte ich sagen, dass der Schlager Xaver ja schon ganz klar deponiert hat, schon beim Playoff-Spiel, dass er lieber bei der Playoff geholfen hätte, weil er auch mit seinen Kumpels, mit seinen Spielern spielt, mit dem Wolf Hannes bei Red Bull Salzburg, die sie kennen, ja, richtig. Oder die auch beispielsweise bei ihren Vereinen von klein auf mitgespielt haben, sind auch Freunde geworden oder im Nationalteam von der U16 weg gespielt haben. Da ist es so, dass diese Spieler natürlich auch dieses besondere Event, das ist das letzte, bevor man dann wirklich in den absoluten Profibereich, sage jetzt A-Team kommt, wollen das erleben und wollen auch, und ich habe das Gefühl, dass diese Mannschaft auch nicht zu einem fährt, nur als Teilnehmer und als Punktelieferant, sondern die Mannschaft hat schon auch gemerkt, wir waren 2017 eigentlich nicht mehr so unterwegs, wie wir es uns vorgestellt haben, wir haben zweimal verloren. Aber mit dem Druck, den diese Mannschaft dann gespürt hat in diesen Qualifikationsspielen, wir haben nicht mehr verlieren dürfen, beziehungsweise nur mehr einmal unentschieden spielen dürfen nach der Punkterechnung, die wir gehabt haben. Und das ist dann passiert. Und ich glaube, dass jetzt die Mannschaft etwas erreicht hat, was uns damals, sage ich mal, vor einem Jahr niemand mehr gedacht hat, dass wir es erreichen, dass wir den Erfolg haben. Und das hat diese Mannschaft jetzt, und speziell die beiden Spieler, Schlager hat ja noch gespielt, Lazara war einen Jahrgang vorher auch dabei, kennt auch, wie schön es auch ist, im Unter-21-Team miteinander auszukommen, erfolgreich zu sein. Und ich finde immer, wenn du dann so ein Unter-21-Team bist, dann bist du trotzdem nicht so in dieser professionellen Schiene, in diesem Druck, den du dann natürlich im Verein hast, in der Bundesliga, in der Deutschen oder woanders. Und darum glaube ich, dass das eine recht gute Sache wäre, wenn alle Spieler, wenn sie spielen wollen, auch die Chance bekämen, dass sie bei der EM teilnehmen können. Sie sprechen von Ihrem aktuellen Job gerne vom Traumberuf.
Was macht den U21-Teamchef-Posten zum Traumberuf? Weil normalerweise stellt man sich vor, für einen Fußballtrainer ist der Traumberuf natürlich der Posten des A-Teamchefs oder Cheftrainer beim FC Barcelona. Warum ist es für Sie der U21-Teamchef-Posten? Weil dort junge Menschen sind, die in einem gleichen Alter sind, mit in Wahrheit auch den gleichen Problemen. Ich bin auch deswegen Lehrer geworden. Ich war kein einfacher junger Mensch sozusagen. Ich war, glaube ich, hätte im Fußball auch mehr zusammengebracht, war mit 17 schon in der Bundesliga, habe aber dann auch sehr viele Fehler gemacht, habe niemanden gehabt, aber auch, also muss ich ganz ehrlich sagen, keinen Trainer gehabt, der wirklich, sage ich jetzt einmal, solche Problemspieler behandeln hat können. Das war immer für mich so ein Auftrag, ich möchte es anders machen. Und wir haben sie ja zum Beispiel um Didi Küber dann abarbeiten können. Ja, der war zum Beispiel, muss man sagen, für mich auch so ein Beispiel, wo ein enormer, sage ich jetzt einmal, Stempel auf ihn war, ein guter Fußballer, aber nicht zu führen. Und in Wahrheit war das mein bester Kapitän und auch ein Spieler. Also gar kein Problemball. Problemball bist du dann, wenn du nicht immer ein Ja-Sager bist, wenn du nicht immer mit dem Strom schwimmst. Mhm. Das hat mir immer gefallen. Aber er hat immer respektiert, wenn es ehrlich zugegangen ist. Und wir haben nie Probleme gehabt, wir haben sehr viel erreicht. Und was jetzt auch zum Beispiel bei Rapid abläuft, man muss sagen, der Fußball, den Küber gespielt hat, den als Trainer auch immer wieder gezeigt hat, seine Handschrift war immer die ja eigentlich genau zu Rapid passt. Das heißt, mit Leidenschaft nie aufgeben, alles dran setzen, aber auch clever sein. Und wie gesagt, ich war auch der festen Überzeugung, wenn der Didi diese Mannschaft kriegt, dass er diese Mannschaft auch so hinbringt, wie er es will, dass es noch weiter Weg ist, brauchen wir nicht reden. Um bei den unter 21 Spielern zu bleiben. Warum das mein Traumberuf ist, ist das ganz einfach, weil es mir einfach irrsinnig Spaß macht, wenn die Spieler sich dann auch melden, wenn einmal die Zeit vorbei ist und dann auch erzählen, wie es ihnen geht. Und für mich ist insofern eben dieser Job so super, weil du trotzdem, sage ich mal, auch über den Tellerrand schauen kannst. Du beobachtest viel. Als Vereinstrainer hast du 80-90% nur deinen Verein. Und den Rest die Vereine, die du gerade bespielst. Ja. Aber wenn du heute als Teamchef auch junge Spieler beobachten kannst, auch Spieler, die zum Beispiel, es gibt Spieler, die bei mir im Nationalteam super gespielt haben, die zum Beispiel im Verein fast keine Rolle gespielt haben. Und das macht mir diese große Freude und, was noch dazu kommt, diese ehrliche Freude und diese ehrliche, sag ich mal, Gemeinschaft, die diese Burschen bilden, wenn sie dann was erreicht haben. Und das ist für mich sehr lange im Jugendbereich gearbeitet, auch Schülerliga Beispiel, mit guten Spielern und mit jungen Menschen. Und das ist für mich ganz klar das Schönste, was es geben kann für einen Trainer, der selbst, sage ich jetzt einmal, eine gewisse gerade Linie durchziehen will. Wären Sie eigentlich auch ein guter Pfarrer geworden? Ja, schauen Sie, das ist sehr schön, dass Sie das sagen. Ich bin im Bischofen Gymnasium in der Kramstraße gewesen, habe dort maturiert, das ist die Vorstufe zum Priesterseminar. Das heißt, ich habe auch in Altgriechisch und Latein maturiert. Das kann man ja nicht glauben immer, wenn ich so manchmal meine Aktionen sehe. Haben Sie den Vater Unser auf Latein noch drauf? Confitio de Onipotente Beati Mirele. Habe ich anders abgespeichert. Pater Noster Quies in Celis. Das ist das Glaubensbekenntnis, was ich gesagt habe. Okay. Confitio ist, ich glaube. Eins nur für Sie. Aber es ist so, dass Sie sagen schon richtig, wenn du eine humanistische Ausbildung hast, dann spielt das sicher mit in meinem Beruf. Und für mich spielt der Fußball die wichtigste Rolle in meinem Leben. Aber noch wichtiger ist da dieser junge Mensch, der ganz einfach zu 100% seine Leistung abrufen soll. Und das ist meine größte Freude, wenn das gelingt. Sind Sie ein gläubiger Mensch? Sehr. Ich bin sehr gläubig, habe auch schon einige Schicksalsschläge gehabt. Also sehr schwierige oder sehr schwere. Und habe das eigentlich auch im Zusammenhang mit meiner Familie und vor allem auch mit dem Glauben. Weil dann ist es so, eigentlich wird man dann immer gläubig oder beginnt man dann nachzudenken und zu reflektieren, wenn du, also ich sage jetzt auch wieder in Anführungszeichen, Scheiße am Kopf hast. Und ich sage immer wieder, es ist besonders gut und es prägt das Bild dieser Mannschaft, dass sie gezeigt hat, unter besonderem Druck, sie waren im Prinzip schon abgeschrieben und haben es geschafft und das macht mich besonders stolz. Wie wird Weihnachten in der Familie Gregoritsch gefeiert? Sehr offen, weil wir haben eigentlich nur meine Stammfamilie, weil meine Eltern und auch die Eltern meiner Frau sind schon gestorben. Wir haben unsere beiden Söhne, wir haben dann die
unter Anführungszeichen seine Schwiegertöchter, die ab und zu dabei sind. Und bei uns ist es meistens seit Jahren so, dass wir in den letzten 20 Jahren, seitdem ich Trainer war, also Profitrainer war, haben wir immer jemanden aus unserem Bekanntenbereich, Freundeskreis, der Probleme gehabt hat, der Scheidungsprobleme gehabt hat, der allein hat müssen sein, dann haben wir dazu eingeladen. Das ist eigentlich immer so ein Ritual gewesen, sodass er meine Frau auch sehr forciert. Und das hat irrsinnig Spaß gemacht. Und für mich ist das aber scheinbar, wenn der dann zu Weihnachten dann zur späten Stunde unser Haus verlässt und glücklich war. Das ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Gesungen wird auch? Haben Sie Stille Nacht drauf? Wird sehr viel gesungen, aber nicht diese heiligen Lieder, die sind so schön. Aber es wird, zur Macherstunde werden dann schon einige Lieder gesungen, die natürlich dann Spaß machen. Also gläubig sein heißt für mich natürlich schon das Demonstrieren mit Beten, aber nicht, jetzt sage ich mal, dass ich da andere dazu animiere, sondern für mich ist das Gläubigsein auch gerade die Menschen, denen es nicht gut geht, in gewissen diesen Sozial Auftrag, den man hat, den zu erfüllen, aber auch so, dass man nicht aufdringlich wird. Das ist auch so etwas, was man speziell, also als ich erzogen worden bin in der Schule, man wird oft so, sage ich jetzt einmal, man will jemandem so helfen, dass man aufdringlich wird. Und das ist mir auch in jungen Jahren passiert und da muss ich sagen, da lernt man auch sehr viel und ist bei Spielern eigentlich aber auch nichts anderes. Man sollte auch Spieler gewisse Freiräume lassen oder speziell, wenn man mit jedem Spieler immer wieder Gespräche sucht, das ist oft auch nichts. Das kann dann in eine Übertriebenheit ausarten. Spannende Ansätze auf jeden Fall, die Sie uns da gewährt haben. Vielen Dank für die ehrlichen Worte und die Einblicke in Ihren Job und in Ihr Leben. Ich wünsche frohe Feiertage und sicherheitshalber jetzt schon alles Gute für die Europameisterschaft. Sollten wir uns nicht mehr sehen. Vielen Dank für den Besuch, war mir eine Freude. Und bei Ihnen bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und freue mich auf ein Wiedersehen. Bis dahin.